Mucuna pruriens, die Juckbohne, ist eine stimmungsaufhellende und libido-stimulierende Heilpflanze. Sie wird in Indien zur Behandlung von Parkinson und Impotenz verwendet. Mucuna pruriens hat einen direkten Einfluss auf die Neurotransmitter des Gehirns und positive Effekte auf die Motivation und Stimmung. Die Juckbohne stärkt die Libido und körperliche Energie. Sie verbessert die Stimmung, die Muskelkraft, die sexuelle Leistungsfähigkeit und steigert die Stresstoleranz. Die Juckbohne hebt niedrige Dopaminspiegel und kann sich deshalb positiv auf alle Aspekte des geistigen Wohlbefindens auswirken. Viele Frauen und Männer bemerken eine Zunahme des sexuellen Verlangens, der Libido und der sexuellen Leistungsfähigkeit, wenn sie die Juckbohne als Extrakt einnehmen. In der indischen Volksmedizin Ayurveda gilt die Juckbohne als Potenzmittel und es ist auch bekannt, dass die Juckbohne sich positiv auf das Muskelwachstum auswirkt, weil sie die Fettverbrennung aktiviert und Wachstumshormone produziert oder dem Körper hilft, Wachstumshormone zu produzieren. Die Juckbohne verbessert auch den Schlaf, weil sie in die Gehirnprozesse eingreift. Die Juckbohne animiert die Zirbeldrüse, mehr Melatonin zu produzieren und das hilft, besser zu schlafen. Die Juckbohne ist eine Bohnensorte, die in Asien, Afrika und der Karibik verbreitet ist. Die Pflanze wird 10 bis 15 Meter groß. Bei Hautkontakt der Bohnenschoten bekommen die Menschen einen starken Juckreiz, daher stammt der Name Juckbohne. Die neuesten Erkenntnisse der Forschung sagen, dass die Juckbohne eine der besten natürlichen Quellen der Aminosäure L-Dopa ist und diese L-Dopa-Aminosäure ist ein direkter Vorläufer von Dopamin, einem mächtigen Neurotransmitter im Gehirn, der für Stimmung, Wachsamkeit, Sexualität und viele andere wichtige Funktionen notwendig ist. Dopamin überquert die Blut-Hirn-Schranke zwar nicht, aber es ist doch wichtig, Dopaminspiegel im Blut zu haben, um die Stimmung zu verbessern. Die Juckbohne hat eine starke Wirkung auf die Nerven. Durch die regelmäßige Einnahme von Koffein, Zucker, Nikotin und Medikamenten haben viele Menschen nur noch niedrige Dopaminspiegel im Blut und das führt dazu zu Nervosität und Rastlosigkeit. Die Juckbohne hilft, diesem Problem entgegenzuwirken. Insbesondere hilfreich ist die Juckbohne bei Parkinson. Menschen, die an Parkinson leiden, fehlt Dopamin im Gehirn. Die Juckbohne kann diesen Mangel wieder ausgleichen, das zeigen Untersuchungen. Ja, die Juckbohne kann durch ihren Gehalt an L-Dopa ein wichtiger Bestandteil der Behandlung von Parkinson sein. Die Juckbohne erhöht niedrigen L-Dopa-Spiegel und steigert die Dopaminproduktion. In einer Studie mit 60 Probanden wurde eine statistisch signifikante größere Abnahme der Symptome von Parkinson bei Patienten beobachtet, die mit einem Pulver aus der Juckbohne behandelt wurden. Ja, das war besser als die Menschen, die nur ein Medikament bekamen. Die Juckbohne ist stimmungsaufhellend. Durch die Verbesserung der Dopaminspiegel verbessert sich auch ganz natürlich die Stimmung. Und das ist also wichtig zu wissen, dass die Juckbohne ein Stimmungsaufheller ist. Außerdem steigert die Juckbohne die Wachstumshormone im Körper und so hilft sie auch den Bodybuildern und Sportlern, mehr Muskelmasse zu bilden. Die Juckbohne ist also ein ganz erstaunliches Superfood für die Gesundheit des Gehirns und für die Potenz. Soweit zur Juckbohne, die Vorteile der Juckbohne. Wenn Sie dieses Video interessant fanden, geben Sie ihm einen Daumen nach oben. Es werden bald neue Videos kommen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.